Liebe Brüder und Schwestern, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, hat uns Jesus heute im Evangelium gesagt. Ich bin bei euch. Haben wir diese Anwesenheit des Herrn schon gespürt? Bestimmt haben wir sie schon des Öfteren erfahren, besonders dann, wenn wir zu Gott beten. Aber der Herr ist ja nicht nur fern im Himmel, sondern er wohnt ja in uns. Durch die Taufe sind wir Glieder Christi geworden. Es heißt ja heute in der Lesung, dass die ganze Kirche, alle Getauften, diesen Leib Christi bilden, deren Haupt Jesus ist. Ja, wir sind Glieder seines Leibes. Wir sind ein Teil von ihm sozusagen, weil wir Kinder Gottes geworden sind, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ja, so möchte der Herr, denke ich, immer wieder auch unsere falsche Denkweise korrigieren, unsere Mentalität, die manchmal so gottlos ist, die sich so eingeprägt hat in uns, dass wir vergessen, dass wir einen Vater im Himmel haben, dass wir wirklich Söhne und Töchter Gottes sind. Der Herr schenkt uns seine Gnade, seinen Geist, damit wir nicht mehr in dieser weisen Mentalität leben, sondern in diesem Bewusstsein, dass Gott für uns sorgt, für uns da ist, dass wir erlöste Menschen sind durch Jesus, der für uns am Kreuz gestorben und auferstanden ist, der uns Vergebung der Sünden schenkt, Anteil an seinem göttlichen Leben, an seiner Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Nein, wir müssen nicht mehr in dieser engen und gottlosen Logik der Selbstversorgung leben, ängstlich besorgt, dass wir alles haben, was wir brauchen, nicht mehr in diesem Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nein, jetzt dürfen wir voll Vertrauen zu Gott kommen und in diesem Glauben, in diesem Vertrauen dürfen wir leben, dass Gott uns hilft, uns all das gibt, was wir brauchen, was nötig ist. Ja, er reinigt unser Herz, unseren Verstand, er korrigiert unsere falschen Schlussfolgerungen, diese Prämissen, die davon ausgehen, dass es keinen Gott gibt, keinen Vater. Ja, wir haben einen Vater, einen Retter, einen Erlöser. Und wir dürfen leben auch in diesem Bewusstsein, in dieser Gewissheit, dass dieses irdische, zeitliche Leben sehr kurz und begrenzt ist im Vergleich zur Ewigkeit. Ja, dieses Leben, dieses irdische, zeitliche Leben ist einmalig. Es gibt keine Reinkarnation. Wir müssen nicht in diesem Rat der Wiedergeburt leben. Nein, wir wissen, dass unser Leben einen Ursprung in Gott hat und ein Ziel. Ewiges Heil, ewiges Leben. Und Paulus beschreibt unser irdisches Dasein, unser zeitliches Leben, auch in diesem Bild des Samenkorns, des Weizenkorns. Wie dieses Samenkorn hineinfällt in die Erde und stirbt, aber trotzdem
dieses Samenkorn, ja dieses Leben nicht zu Ende ist, sondern einfach eine Umwandlung erfährt, so möchte der Herr auch im Tod unser Leben umwandeln. Sterben bedeutet nicht, dass alles aus ist, sondern dass wir umgewandelt werden, wie Paulus auch sagt. Wir werden transformiert sozusagen. Es geschieht Transformation, Umwandlung in eine neue Existenzweise, obwohl wir die gleichen Personen sind, die gleichen Menschen. Ja, wir sind die, die wir sind, und dennoch erhalten wir, so dürfen wir glauben, nach dem Tod eine neue Existenzweise. Neues Leben, so wie aus dem Samenkorn, aus dem Weizenkorn oder aus einer Blumenzwiebel etwas Neues entsteht, etwas Ungeahntes, was wir nie gesehen, ja nie gedacht haben. Es entsteht etwas Wunderbares, voll wunderbarer Schönheit und Fruchtbarkeit. Ja, es geschieht Umwandlung durch den Herrn schon hier und jetzt. Transfiguration, so nennt man auch diese Verklärung des Herrn auf dem Berg, wo er im Licht Gottes erstrahlt, wo seine Herrlichkeit sichtbar wird, für kurze Zeit, für wenige Augenblicke. Auch wir haben Teil an dieser Herrlichkeit Gottes, an dieser Herrlichkeit Christi. Gott ist Licht. So dürfen wir in diesem Licht Gottes leben, in diesem Licht Gottes erstrahlen. So reinigt der Herr unser Herz. Er schenkt uns ein neues Herz und einen neuen Geist, damit er in uns und durch uns herrschen kann. Denn selig sind ja jene, die dieses Wort Gottes hören und es befolgen. Dann sind wir selig zu preisen, dann haben wir schon jetzt Anteil an diesem neuen Leben. Wenn wir uns bemühen, mit all unseren Kräften dieses Wort Gottes, dieses Gebot des Herrn, besonders dieses Gebot der Liebe zu verwirklichen. Und niemand hat dieses Wort Gottes vollkommener gelebt als Maria, die Mutter Gottes, die Mutter des Herrn. Wir feiern ja heuer auch 100 Jahre Fatima. Und die Gottesmutter Maria, sie kam in Fatima in Portugal zu drei Kindern und sie strahlt, wie die Kinder sagen, heller als die Sonne, in einem göttlichen Licht, in einem Licht, das nicht von dieser Welt ist. Ja, weil Maria ganz erfüllt ist vom Licht Gottes, weil sie schon in der Herrlichkeit ist, weil sie nur einen Wunsch hat, dass auch wir einmal dorthin gelangen, wo sie ist, die Heiligen, wo Jesus uns vorausgegangen ist. Ja, Jesus ist uns vorausgegangen in das Haus des Vaters, aber dennoch ist er bei uns. Er ist bei uns, in uns, durch seinen Heiligen Geist. Dieser Geist Gottes möchte dieses Werk der Umwandlung, der Transformation schon hier und jetzt beginnen und weiterführen. Öffnen wir uns seinem Wirken, bitten wir ihn um sein Kommen, gerade jetzt nach Christi Himmelfahrt, in dieser Zeit bis Pfingsten, bitten wir um diesen Heiligen Geist, dass er uns erleuchte, unser Herz reinige und verwandle, dass wir alle Zeit in diesem Licht Gottes leben, dass wir Licht sein können für unsere Mitmenschen, Licht des Glaubens, der Hoffnung, Licht der Liebe, so wie Maria und die Heiligen, die Apostel und alle, die schon im Herrn vollendet sind. Dann sind wir bereit für die Stunde des Todes, für diese Begegnung mit dem Herrn. Dann sind wir bereit für sein Kommen in Herrlichkeit, wo wir uns selber vollkommen erkennen werden, aber auch Gott, sein Geheimnis, seine Liebe, seine Herrlichkeit. Amen.